Salve, buonasera, rieccomi, sono tornato dopo un bel po', nach einer geraumen Zeit bin ich zurück per un altro livestream, uno streaming diretta per l'italiano in livello intermedio. E giusto, giusto quando comincio entra qualcuno. Vedrà, vedremo, io aspetto un po' finché verranno altri partecipanti, ah, ecco, altri studenti. Siamo arrivati a quota 8. 8, mi viene in mente, questo è per livello intermedio, quindi mi posso permettere di parlare un po' in italiano. Für Mittelstufe kann ich mir erlauben, ein bisschen auf Italienisch zu sprechen. Con 8 mi viene in mente, dai, cominciamo subito. Come abbiamo finito? Machen wir gleich so weiter. Continuiamo. Come abbiamo finito? Come ho finito io? Wie ich aufgehört habe. Piccola storiella, Otto, mi viene in mente una storia di un mio amico, forse l'avevo già raccontato una volta qua, vielleicht habe ich die schon mal erzählt, che molti, molti anni fa, quando io ero, diciamo, adolescente, una trentina di anni fa, e loro andavano in Italia, in macchina. Ed erano 8 persone, avevano un fuoristrada, un art jeep, però con 8 persone dentro, sì? E poi i carabinieri li hanno fermati e hanno detto loro niente di italiano, di open italienisch, i carabinieri niente tedesco, kein Deutsch, no? Hanno discusso i carabinieri, no, 8 persone, è proibito, non si può. E poi fammi vedere i documenti, dann zeigen sie den Fahrzeugschein, lì c'è scritto Antriebsart 8. E poi il carabiniere fa, 8, è il mio amico, sì, 8, vedi, 8, ti stiamo dicendo, beh, wir zeigen 8 persone. Sì. Quindi questa è la storia che mi è venuta in mente per iniziare. Devo vedere, devo salutarvi prima di tutto. Ciao Lothar, Mitglied seit 4 Monaten. Un applauso, sì, a Lothar, das poppt auf, auch Premiere für mich, das kenne ich gar nicht. Ottimo. Ciao a tutti, allora vi saluto. Non di nome, jetzt nicht alle namentlich, weil ich jetzt erst meine kleine Geschichte erzählen mu musste, però vi conosco tutti, vi conosco tutti quanti. Mio marito ha fatto il carabiniere, 8, chiedigli. Sì, ottimo, vedete, il mondo è piccolo, sì. Sto guardando chi c'è, chi ha scritto. Forse qualche saggezza della vita, vielleicht hat jemand schon gleich eine Lebensweisheit hier hinterlassen, una saggezza, von saggio kommt es, eh? Momento, scriviamo qualcosa. La saggezza della vita, di Lebensweisheit, eh? A me piacciono le saggezze della vita. Sì, che bello. Sì, il primo livestream dopo un bel po', per tutti i miei follower, devo dire, i seguitori, perché in italiano abbonati sind Mitglieder. Allora, quindi un livestream pubblico per tutti e mi fa molto piacere. Da freue ich mich auch wirklich, habe mich auch sehr darauf gefreut, jetzt den vierten Teil zu machen, la quarta parte. Spero che stiate bene. Fangi erstmal an mit ein bisschen Smalltalk, per farvi scaldare il vostro motore, un motore zu erwärmen. Zu erwärmen. Oh, dopo, Michele, forse dopo lo stream facciamo le cose romantiche, o pensiamo alle cose romantiche, um den Motor warm zu machen, ins Laufen zu bringen. Mi racconto un po', übrigens, mal gleich. Quindi questo è per livello intermedio, Mittelstufe, ich werde relativ viel Italienisch sprechen. Hier ein kleiner Rückblick auf das, was die ersten drei Teile waren, auch beim letzten Mal mit den Schubladen. Raccontare ist, che cassetto, bitte nicht schreiben, che cassetto, welche Schublade, raccontare, erste Schublade, il primo cassetto, dann gibt's, kann ich raccontare, auch in die, posso mettere nel terzo cassetto, die kann ich in die dritte Schublade tun. Und dann ist es raccontarsi und dann bin
poi cambia il significato, dann ändert das die Bedeutung und zwar so aus dem Nähkästchen plaudern ein bisschen. Ne? Quindi mi racconto un po', ich erzähle jetzt mal ein bisschen aus dem Nähkästchen, cosa ho fatto, un po' così come la situazione da me, a casa mia, nella mia vita. Mi racconto un po', eh? Ich erzähle ein bisschen von mir. Also nicht zu tief ins Nähkästchen, ja. Natürlich nicht, non è possibile. Fritz, neanche io ti ho dimenticato. Ich habe dich auch nicht vergessen, ma sono pieno immerso di progetti, lavoro. Ma non ti ho dimenticato. Dai, siamo ancora giovani, Fritz. Wir sind ja noch jung. Ci riparleremo. Ok, mi racconto un po'. Stasera mio figlio è molto, molto felice. Perché finalmente è da 2 o 3 settimane che parliamo di mangiare uno spaghetto ai gamberi semplice e forse voi sapete già che a mia moglie non piace il pesce, niente, non le piace proprio la roba del mare e addirittura che rare di scampi o gamberi, frutti di mare, dai. Quindi mio figlio è molto felice oggi perché mia moglie è uscita a mangiare e faremo gli spaghetti ai gamberi. Poi dopo, a proposito figlio, a mio figlio mi ha, come devo dire, non mi ha avvisato, informato, also er hat mich nicht darauf hingewiesen, informiert, no, mi ha minacciato, bisschen gedroht, angedroht, eh? Che forse farà un salto. Fare un salto ist ein schöner Spruch. Vorbeischauen, mal auf dem Sprung vorbeikommen. Che forse farà un salto in questo Livestream. Spero che lui non ci sia adesso, che non mi ascolti. Ich hoffe, er ist jetzt gerade nicht dabei, perché così parlando di mio figlio. Ich jetzt gerade über meinen Sohn spreche, posso raccontarvi una bellissima storiella, ma proprio, e devo dire, questa storiella è anche, diciamo, un simbolo, rispecchia un po' la furbizia di Schlauheit, di Listigkeit, la furbizia e, diciamo, la lungimiranza, delle madri, delle donne, sì, però specialmente delle madri. Allora, la storiella, spero che vi interessi, la storiella è quella che il nostro figlio è alla, diciamo, alla bellissima età della pubertà, molto chi ha figli a questa età sa che sono tanto dolci, molto diciamo comprensibili, verständlich, molto diciamo aperti, offen. Ironia, ironia. E comunque il nostro figlio a quest'età deve, diciamo, ci sono certe regole. Tra l'altro, poi prima di continuare, un indovinello, ein kleines Rätsel. In der Geschichte geht es jetzt um Ausschalten, Ausmachen. Prego. Io bevo un goccio d'acqua, trinco un schluck Wasser und ihr dürft mir mal schreiben, wie man ausschalten, ausmachen sagt in italiano. Scrivetemi. Oh, 39, che bello. Ciao Oli, buonasera. Come si dice? Spegnere. Ottimo. Und dann, da wir gleich dabei sind, già che ci siamo, eh? Da wir schon dabei sind, già che ci siamo, wie sagt man in der Vergangenheit? Ausgeschaltet.
Ah, Manfred, du hast gleich geschrieben, hast mich gleich mi hai anticipato, come un bel difensore, wie ein schöner Verteidiger bist du mir zuvor gekommen. Spento ist die Vergangenheit. Spento, ok, spegnere und spento. Quindi la storiella continua. Allora mio figlio deve spegnere il suo telefonino, il suo laptop, anche. No, nell'ottica del WhatsApp, deve spegnere quindi tutta quella roba. Sì, e poi certo, noi non è che controlliamo sempre, controlliamo sì quando sentiamo qualcosa nell'aria, che c'è qualcosa che non va, no? Allora e fa sì, mio figlio, sì, ho spento tutto. Adesso sentite, chi allora forse è un bel trucco, un bel consiglio. E chi sta guardando con i suoi figli, perché gerade mit seinen Kindern in diesem Alter, schick die mal kurz raus, okay? Portami un'acqua, amore, un caffè, amore, dai. Allora, e mia moglie ha mandato una WhatsApp, un messaggio via WhatsApp a mio figlio. E voi sapete, se il telefonino è spento, c'è solo una freccia, mi sa, o nessuna freccia. Però mia moglie ha visto che sono arrivate due frecce, la freccia è step file, dieser Haken da. Cosa volevo dire? E sono due fai, quindi la prova del device che il telefonino ancora non era spento. Das ist noch nicht aus war, ancora non era spento. E mia moglie ha mandato quel messaggio e dopo 4-5 secondi sentiamo da camera sua, sentiamo gridare, sì, chiamare, gridare il nostro figlio. Sì, spengo adesso, spengo adesso. Ok? È un bel trucco. Io non lo sapevo. Io ho guardato a mia moglie e ho detto, caspita, giù il cappello. Ok. Va bene, spero che vi sia piaciuta questa storiella, questo trucco. Prima di cominciare con gli esercizi, qualche introduzione, qualche informazione, tecnica, amministrativa, qualche novità, anche qualche novità. Allora, ich habe ganz kurz auf Deutsch, damit das alles ganz klar rüberkommt, für euer Level Mittelstufe habe ich vor 2,5 Monaten entwickelt eine Art Lernplan in Kapiteln, das man digital machen kann am Computer. Das ist ein Mix aus, ja, wirklich so Dokumenten, ja, am Computer was einsetzen, Formen, Audiodateien, wo man so ein Speed-Übung, aktives Sprechen, die Formen, Grammatikformen, Futur und Vergangenheit und so weiter und so fort lernt, also mit einer Audiodatei. Dann auch mal Texte zum Lesen, zum Anhören. Also ein kompletter Mix. Genau, und da habe ich jetzt was fertiggestellt mit 10 Lernkapiteln für Mittelstufe. Jedes Lernkapitel kostet 10 Euro. Man kann nur 10 auf einmal kaufen. Quindi, ich hätte auch gleich sagen können, so 100 Euro, wer Interesse hat. Und dieses Mal, weil ihr kennt mich natürlich schon, mi conoscete, ja. Dieses Mal, ich habe auch alles vorbereitet, ho preparato tutto, kann ich auch schnell antworten. sì, sono sincero, ich bin ehrlich, ja. Ma faccio sempre del mio meglio, so ist es nicht, ja. Ci provo almeno, ich versuche zumindest. Ok, questa è la prima informazione. Chi ce l'ha, wer das schon hat, dieses Lernprogramm, ja, ein paar haben das schon, mi hanno dato un bel Feedback. Ok. Poi tantissime, mi sono arrivate tantissime storie, bellissime storie, esperienze,
situazioni che voi, che molti o alcuni dei miei studenti che hanno cominciato o che diciamo con me comunque un anno fa, un anno e mezzo fa, sì, parecchia gente, parecchi studenti veramente hanno cominciato da zero quasi, no? E quest'estate tanti di voi, anche alcuni di voi, siete andati nel Gargano addirittura. Non penso, penso sia stata anche un po' la mia promozione, pubblicità, propaganda che ho fatto per il Gargano, venendo dal Gargano, essendo sì, di origine, comunque mio padre. Dai, Michele, non ti perdere tanto in queste chiacchiere. Ok, ho capito. Però io penso anche che ai miei studenti piaccia ascoltarmi un po'. Sì, va bene, però vieni al dunque, komm zum Punkt, Michele. Quindi tantissime storie, feedback di voi che mi hanno detto: Michele, incredibile, sono stato in Italia e per la prima volta in vita mia, per la prima volta, sono riuscito, o sono riuscita a parlare in italiano, a comunicare, a capire gli italiani anche senza grossi problemi. Tante storie, una studentessa era alla ricerca di un campeggio ad agosto, tutto pieno, pieno, affollato, tutto chiuso. Dopo 3-4 campeggi, mi dispiace, tu siamo al completo. Diciamo, sì, si era un po' innervosita, arrabbiata un po'. E poi il quinto ha parlato al signore di nuovo: no, mi dispiace, tutto pieno, e lei. In italiano, per favore, siamo in viaggio, quasi anniversario, viaggio di anniversario, in italiano tutto. E poi all'improvviso il portiere apre il cancello e li fa entrare. Incredibile, bellissima storia. Un'altra storiella, c'è cioè una studentessa che sta ancora a Napoli, che dice, capisce i tassisti, parla, vabbè, voi sapete, a Napoli, nel sud, c'è un accento diverso e lei era veramente strafelice con quale facilità, con quale leggerezza poteva o può capire l'italiano e innanzitutto comunicare, parlare attivamente. E l'ultima storiella, un'altra studentessa che è stata, era a Matera, mi sa. Sì, alla ricerca sempre di un ristorante, sì, abbastanza presto e quasi tutto era chiuso. Alla fine ha trovato una trattoria che proprio in quel giorno era l'ultimo giorno della trattoria, perché la trattoria doveva finire per se chiudere per sempre. E allora all'inizio la proprietaria, la chef, no? Aveva detto no, qua c'è solo salame, prosciutto perché sto per chiudere, no? E così la mia studentessa, avendo fatto anche un corso intensivo la settimana prima, ha cominciato a parlare un po' così, poi si sono messi a parlare fino a, non lo so, hanno fatto le ore piccole e la proprietaria ha creato un menù di tre portate, tutto pasta fatta in casa. Grazie mille per questi feedback. Quindi, allora, chi ha altre storie, me le scriva. Also, bitte einfach, me le scriva. Soll sie mir schreiben, wer noch so Geschichten hat, che grazie al mio aiuto, di dank meiner Hilfe, endlich mal in Italien einfach auf Italienisch durchkommen. Ok. Poi, sì, a dicembre, dal 10 al 12 dicembre, vom 10. bis 12. Dezember, dicembre, farò un corso intensivo a Monaco per 3 giorni. Ich hatte den Termin schon mal angekündigt für Italienisch fortgeschritten, aber ich habe so viel Mittelstufe-Anfragen und ein paar Fortgeschritten, die haben jetzt dann vorgezogen, andere Kurse. Jetzt habe ich dann spontan entschieden, das wird jetzt ein Mittelstufe-Kurs, il vostro livello, quindi. Sì, questo è per finire e poi basta con le informazioni, poi
Questa è la quarta parte, das ist der vierte Teil übrigens. Ja. Das heißt, es gibt andere Teile. Da werde ich heute ein bisschen drauf aufbauen, aber auch noch andere Dinge machen. Sì, questo è tutto. Ok, va bene. Cominciamo. L'altra volta, nella terza parte, im dritten Teil, habe ich euch ja, wie ho präsentato i cassetti, habe ich euch vorgestellt, ho introdotto, habe ich eingeführt, i cassetti, il sistema dei cassetti, das Schubladensystem, per classificare i verbi, die Verben im Italienischen, die nackten Botschaften, con la mia lingua, nel mio linguaggio, in meiner Sprache, die nackten Botschaften einzuordnen, wie was man damit machen kann, muss, grammatikalisch, vom Sinn her, etc., etc. Okay. Ho parlato anche del secondo cassetto, von der zweiten Schublade habe ich gesprochen, die sehr speziell ist, che è molto speciale. Ja, ich meine, es gibt vier verschiedene Schubladen, die vierte haben wir jetzt ignoriert mal, die erste und dritte sind sich dann doch sehr ähnlich, però il secondo cassetto è molto speciale. Erst wieder eine kleine Aufgabe für euch, könnt ihr mir schreiben, mi potete scrivere, e nel frattempo bevo un goccio d'acqua. Una tipica parola del secondo cassetto, ein typisches Wort aus der zweiten Schublade, vediamo. Piacere, piace, das ist das klassische Wort. Eh? Dovere nicht, venire in mente, sì. Yvonne, dovere nicht, weil dovere kannst du devo, dobbiamo, devono, dovete, kannst du in allen sechs Formen, das ist erste Schublade, sì, piace, ist zum Beispiel. Okay, va bene. Jetzt muss ich was hinzufügen. Ich habe immer gesagt, es gibt eine Form, ja, das ist das Besondere in der zweiten Schublade. C'è solo una forma che voi usate, und zwar piace. Ja, die dritte Form, die sogenannte, ja, was ich ja gar nicht mag. Ja, also habe ich irgendwas geschrieben? Mi piace, ja, piace. Okay, ich habe was verschwiegen. Adesso vi dico tutta la verità, jetzt sage ich euch die ganze Wahrheit. Nur ganz kurz, ich habe es verschwiegen, weil ihr wisst, erst wenn ihr in dem Konzept drinnen seid, dann kann ich euch auch noch die restlichen Informationen geben. Ansonsten sind zu viele Informationen und dann kommt man nicht rein in die Materie. Allora, questo è la piccola spiegazione didattica da parte mia. Così avete anche potete dare un'occhiata dietro le quinte, hinter die Kulissen. Was in meinem Kopf so losgeht, ist. Okay. Piace. Jetzt ist es so, dass mi piace heißt, mir schmeckt, mir gefällt, ja. Und wenn die eine Sache schmeckt, gefällt, ist mi piace. Wenn dir mehrere Sachen gefallen, ist mi piacciono. Mi piacciono. Okay? Das ist jetzt aber auch wirklich in der zweiten Schublade. Also nochmal für euch ist wichtig, die ist speziell, weil ihr piace, war, viene, da kommen wir auch dann. Ja? Aber es gibt eben auch piacciono, ja? Wenn es mehrere Dinge sind, die dir gefallen. Okay, und dann machen wir mit mi piace eine Speed-Übung. Bitte nicht schreiben. Ich sage euch Dinge und ihr überlegt mal, was passt. Mi piace oder mi piacciono. Okay, vediamo. Vielleicht fällt mir auch eine kleine Falle dabei ein bei der Übung. Forse, sì. Okay. Allora, ich sage jetzt zum Beispiel il gelato und du sagst mi piace. Ja, und am besten empfehle ich dir, dass du den ganzen Satz sagst, also auch il gelato oder meine Wörter, die ich vorgebe, wiederholst, damit du wirklich mi piace il gelato sagst. Damit das Gehirn im Modus Sprechen ist. Weil sonst, wenn du nur mi piace sagst, dann ist das Gehirn, ah ja, ich bin nur in der Grammatikübung. Nee, das muss spüren, das ist ein ganzer Satz. Mi piace il gelato. Okay, machen wir weiter. Siete pronti? Seid ihr bereit? Sì? Okay, cominciamo. L'Italia.
Mi piace l'Italia. La montagna. Mi piace la montagna, le fragole. Mi piacciono le fragole. Il caffè. Mi piace il caffè. Le lasagne, mi piacciono le lasagne. Vielleicht habe ich hier meine erste Falle oder vielleicht, also es war meine erste Falle, ich weiß nicht, wer reingefallen ist. Le lasagne, das ist EE, das ist Mehrzahl, deswegen mi piacciono le lasagne. Il tennis. Mi piace il tennis. Mangiare. Mi piace mangiare, questa casa. Anche a me piace rivederti. Questa casa. Mi piace questa casa. Queste case? Mi piacciono queste case. Vedere questa chiesa. Vedere questa chiesa. Mi piace vedere questa chiesa. Mi piace vedere questa chiesa. Vedere queste chiese. Trappola, trappola. Mi piace vedere queste chiese. Warum? Es sind doch mehrere Kirchen. Wenn nach dem mi piace eine Nackt ein Verb kommt, ja, dann ist es nur immer mi piace. Also wenn danach ein Verb mangiare, bere, parlare, giocare, etc., etc., dann ist es immer mi piace, ja, weil dann sind wir wieder bei 2, 2, 1, Hobby, Lust. Ja, dann ist immer mi piace. Also nochmal, mi piacciono, nur wenn direkt Dinge, Personen, was weiß ich, dir direkt gefallen, nicht irgendwie was tun. Okay. Mi serve, ist auch was. Serve oder mi servono? Ok? Mamma mal. Le posate. Le posate ist das Besteck. Ja, jetzt sagen wir mal so, jetzt wer jetzt das Wort nicht kannte, war jetzt vielleicht im Vorteil, weil der rausgehört hat, le posate, das ist wie le case, das muss mi piacciono. Mi servono. Mi servono le posate. Wer jetzt das Wort kannte, ist vielleicht auf meine Falle drauf reingefallen, weil Le Posate hat auf Deutsch gedacht, Besteck, mi piace ancora, Michele, concentrati. Mi serve. Aber jetzt nochmal, ihr kennt mich, an diesem Punkt muss ich es mal wieder sagen, cerca di pensare in italiano, tu sei da me, ti piacciono gli esercizi? Ottimo, Franfred, mi fa piacere. Tu sei da me per pensare in italiano. Il tedesco non ti serve più, das Deutsche brauchst du nicht mehr. Ah, mi piacciono le posate. Ah, machen wir weiter. Le posate, le forbici. Le forbici. Es wäre wieder dieselbe Falle. Ja, wer es übersetzt, Schere, mi serve, no. Le forbici sind, mi servono. Mi servono. Il sale? Mi serve il sale, sì? L'acqua? Mi serve l'acqua. Passeggiare? Jetzt war ich ganz fies. Ja, weil ich habe gespürt, ihr fallt nicht mehr so richtig auf meine Fallen rein. Ja, gut. Sono molto orgoglioso di voi. Ich bin stolz auf euch. Aber ihr wisst, ich muss auch mein. Io mi devo divertire. Ich muss auch meinen Spaß haben. So ist es ja nicht. Ja. C'è questo equilibrio, dieses Gleichgewicht. Ci vuole questo equilibrio. Passeggiare geht gar nicht mit mi serve, ja, weil mi serve, da könnt ihr nur Gegenstände. Ich brauche, ja, nicht passeggiare. Passeggiare ist ein Verb, also das geht gar nicht. Oh, okay. Sind ein paar drauf reingefallen? Ja, es war einfach mal so eine Vorwarnung, was passieren kann, und jetzt bist du gewappnet. Dann passierte das nicht. Hoffentlich. Speriamo, speriamo. Okay, ottimo. Ah, übrigens, ich bin ja jetzt so lange weg gewesen.
Also jetzt der Ausblick für November und Dezember, ich werde schon noch den ein oder anderen öffentlichen Livestream machen jetzt bis Ende des Jahres. Certo, ja. Der Grund war auch, warum? Perché non mi sono fatto sentire per tanto tempo? Warum habe ich mich nicht so von mir hören lassen? Und quest'anno, perché non ho fatto tanto? Warum habe ich dieses Jahr nicht so viel gemacht? Vabbè, dovete sapere. La mia giornata, nella mattina mi devo alzare, ok? E mi devo alzare e poi devo riflettere su che cosa cucinare nella sera. Ci vuole mezz'oretta, minimo, ok? E poi devo chiedere a mia famiglia se va bene, eh? Dobbiamo discutere, un'altra mezz'oretta che passa, poi devo lavorare un po' così. Però poi a mezzogiorno, verso mezzogiorno, devo fare la spesa, vado al mercato, vado in pescheria, qua così, vado da Monaco, vado, non lo so, al Mar Adriatico. No, no, sto scherzando. Ok, non mi sono fatto sentire perché ho fatto tanti viaggi in Italia. Ich habe so viele Sprachreisen nach Italien dieses Jahr gemacht. Dovevo recuperare ein bisschen vom letzten Jahr aufholen, weil da so viel ausgefallen ist. Quindi, però adesso, novembre, dicembre, verranno altri stream. Ok, va bene. Sì, jetzt habe ich ein bisschen schnell auf Italienisch gesprochen. Hoffe, das passt. Facciamo il prossimo esercizio. Sempre ricordando, immer noch daran oder ripetendo, approfondendo, vertiefen, le cose che abbiamo fatto nella parte anteriore, in der vorherigen Teil, nella terza parte, zweite Schublade, mi piace, mi piacciono, mi serve, mi servono. Okay, haben wir über die zweite Schublade gesprochen. Jetzt haben wir beim letzten Mal eine Übung gemacht, die erste gegenüber der dritten Schublade. Und zwar, wenn ich in der ersten Schublade bin, eine kleine Frage, schreibt mir mal anrufen auf Italienisch bitte und sagt mir mal, welcher Schublade das ist. Bitte, io nel frattempo bevo un goccio d'acqua. E devo prendere qua qualcosa, chiamare. No, welche Schublade? Erste Schublade, ottimo, ottimo. Okay. Poi va bene. Und dann wisst ihr, chiamarsi heißt heißen und es ist in der dritten Schublade. Jetzt muss ich nur was machen. Kurz was vorbereiten. Okay. Und dann hatten wir eine Übung gemacht, brevemente in tedesco, um das nochmal zu verdeutlichen, dass das ja ein Problem ist, mi chiamo und im Gegensatz zu ti chiamo. Das eine ist ja, mi chiamo ist dritte Schublade und nochmal, wenn ein Wort wie chiamare zwischen der ersten und dritten Schublade springt, dann ändert das die Bedeutung. Das seht ihr. In der ersten Schublade heißt es anrufen und in der dritten aber wird es als chiamarsi verwendet, ja, und so gelernt. Das ist wichtig, nicht als chiamare, sondern chiamarsi. Deswegen ist es ja in der dritten Schublade, heißt heißen. Okay? Und jetzt sagt man, ich heiße, muss man nochmal. Da springt ihr gedanklich in die dritte Schublade und wisst, ah ja, mi ti si civi, mi chiamo. Aber wenn ich sage, ich rufe an, springt ihr gedanklich in die erste Schublade und dann sagt ihr, chiamo, ich rufe an. Basta. Nicht mi chiamo. Weil in der ersten gibt es kein mi ti si civi. Ja? Und wenn ich jetzt sage, ich rufe dich an, ti chiamo. Okay? Und ich habe diese Übung ja gemacht, weil das ist immer in dem Moment, wenn ich chiami sage, ja, chiami, dann sagt man automatisch ti, weil dieses chiami, das
beeinflusst dann, weil man ja dieses Chiamarsi, vor allem dieses Beispiel, so als reflexiv in der dritten Schublade gelernt hat, dass man ti chiami. Aber eigentlich will ich fragen, rufst du mich an? Rufst du mich an? Und dann ist es schon chiami, aber dann mi chiami. Und da habe ich euch erklärt, in der dritten Schublade ist das alles eine Ebene. È un livello. Ich heiße mich sozusagen. Ich nenne mich oder ich erinnere mich. Also ich und mich oder erinnerst du dich. Du und dich. È un livello. Aber wenn ich sage, rufst du mich an, allora c'è questa rottura, dieser Bruch. Ja? Weil du in der dritten Schublade eine Einheit ist, eine Level ist dich, aber rufst du mich an, abs. Und dann wisst ihr, wenn sowas ist, das ist keine dritte Schublade. Und dann geht ihr erstmal in die erste Schublade. Und dann sagt ihr, okay. Und das haben wir ja geübt beim letzten Mal. Und was natürlich ganz molto, vabbè. C'è chi dice, das ist auch schön auf Spanisch, auf Italienisch. Wenn man sagen will, der eine sagt so, der andere sagt so. Der eine sagt so, der andere. C'è chi dice, c'è chi, ja? Es gibt den, der. Es gibt den, der. C'è chi dice. C'è chi dice, interessante. Es gibt diejenigen, die sagen, oh, das ist aber interessant. Ja? E c'è chi dice, oh, è cattivo, das ist böse, oh, è brutale, ai ai ai. Also, dipende dal punto di vista. Aber die Übung, die ich jetzt machen werde, ja, in der Vergangenheit, nel passato prossimo, ist es ja wunderschön. Ja? Da springt es ja alles irgendwie so rum. Ja, okay. Und zwar, wenn ich sage, machen wir mal. Ja, okay. Ti ho aspettato. Ti ho aspettato heißt, ich habe gewartet. Auf dich, ja. Ich habe auf dich gewartet. Ich habe, ja. Aber mi sono aspettato. Mi sono aspettato ist, ich habe mir erwartet. Und das ist also fies, wenn ein aspettare jetzt zwischen der ersten und dritten rumspringt. Ja, in der Gegenwart ist es schon eine Herausforderung. Aber in der Vergangenheit, dann endet es auch noch die Säule, das Hilfsverb, die Stütze. Okay? Und diese Übung, okay? Die bitte, nein, die werde ich nicht vergessen. Das werden wir jetzt dann gleich machen, um das abzuschließen aus dem letzten Teil. Aber dafür werden wir jetzt zwischendurch eine andere Übung einführen. Okay? Wenn ihr, wir sprechen jetzt von der dritten Schublade, okay? Da wisst ihr, da verwendet ihr immer miti si civi. Dovete sempre usare miti si civi. Qualsiasi forma, condizionale, futuro, imperativo, uguale, miti si civi, ci vuole. Okay, wenn ihr in der dritten Schublade seid, dann verwendet ihr diese Wörter, miti si civi. Und wenn ihr jetzt in der Gehe, also diese Verlaufsform, die ist bei mir die Welle. Ja? Sto mangiando, sto parlando, stai facendo, stiamo aspettando. Oder in der Vergangenheitsform, in der dritten Schublade, musst du immer mit essere, mi sono, ti sei, okay? So, und da werden wir jetzt eine Übung machen, in der Richtung, was ich jetzt vor ein paar Wochen entwickelt habe. Ich habe auch schon mal in der Richtung was anderes gemacht. Wir werden jetzt mal diese Grammatikformen, diese Verlaufsform, ja, der dritten Schublade, also ich beschwere mich gerade und ich habe mich beschwert, das werden wir jetzt austricksen. Dobbiamo imbrogliare, dobbiamo fare lo scambetto, ein Bein stellen al nostro cervello, dobbiamo imbrogliare il nostro cervello.
Wir müssen unser Gehirn austricksen, das Sprachvermögen weg. Das ist nicht mehr, wisst ihr, das Problem ist, dass man denken muss, Reflexivverb, Hilfsverb stare, diese Verlaufsform, das sind, bis man dann irgendwie sagt, mi sto lamentando oder perché ti stai lamentando. Ja, und das möchte ich jetzt weg. Das werden wir heute, speriamo che ci riesca, io spero di riuscirci, ich hoffe, dass ich es schaffe, ja, dass wir das heute eliminieren werden. Diesen Grammatikgedanken, questo pensiero grammaticale, è di farlo spontaneamente, aus dem Bauch heraus, wie ich immer sage, di percepire, con il feeling. Okay. Und jetzt spürt mal, wenn du in der diese jetzt gerade Form, in der dritten Schublade sprichst, ja, dann ist es doch so ein Mist, oder? Ist es doch ein Mist. Ja? Aber wenn du in der dritten Schublade, in der Vergangenheit sprichst, dann kommt das rüber wie so eine Miss. Ja, das ist so eine elegante Form wie, oh, so eine Miss. Ja? Okay. Würde mein Sohn jetzt wieder sagen, oh, sorry, du Model, du Miss, Model. Okay, oder jetzt würde er sagen, spätestens jetzt, babbo, dai, ma, che battutaccia, lascia perdere, dai. Fai ridere i polli. So. Fai ridere i polli. Einzige, was du zu lächeln bringst, sind die Hühner. Die machen immer, fai ridere i polli. Okay, basta con queste cavolate. Also, diese Übung geht jetzt, die heißt Mist, der Mist gegen die Miss. Der Mist gegen die Miss. Weil, und jetzt, wir werden diese Übung machen, dass ihr diese Grammatik ausblendet, weil ihr das nur noch über die Aussprache, über dieses Gefühl werdet. So, und wenn ihr, hört mal, mi sto lamentando, dann fängt es an mit Mist, Mist. Okay, wir ziehen das zusammen. Aber wenn du sagst, mi sono lamentato, dann fängt es an mit Miss, Miss. Und das machst du jetzt mal. Und bitte, bitte laut wiederholen. Mist, tist, zist. Cist, wist. Ich sage, warum sage ich nicht nochmal zist? Ja, das sind ja sechs Formen. Ihr kennt mich, auch bei mi, ti, si, ci, vi sage ich nur einmal das si. Ja, jetzt wisst ihr, siehst ist halt für sista und sistano. Okay? Und jetzt, du kennst es schon, du kannst es runter sagen, mi, ti, si, ci, vi. Dai, riprovaci, versuch's nochmal, dai, dillo come se fosse niente, als ob das nichts, eine Leichtigkeit für dich wäre, mi, ti, si, ci, vi. Bete es mal runter. Mi, ti, si, ci, vi, ja. Und jetzt denkst du an mi, ti, si, ci, vi und sagst aber mist, tist, sist, cist, wisst. Ecco, vai, vai, vai. Ja, spür das. Mist, tist, sist, cist, wisst. Sag's nochmal. In dieser, und spür Mist, immer mit T am Ende. Okay, jetzt nehmen wir uns die Miss vor. In der Vergangenheit, von der dritten Schublade, dann sagst du dann Miss, ja, von mi sono. Und jetzt hör mal. Miss, tis, sis. Wiederhol mal. Miss, tis, sis. Chis, chis, vis. So ist das Deutsche I gesprochen, das war ja. Chis, vis. Und nochmal. Miss, tis, sis. Ja, nochmal. Chis, vis. Okay. Jetzt habe ich fünf und ein einziges ist sie. Ja, sie in der dritten Person Einzahl, ja, sie lamentato. Aber in der Mehrzahl ist si sono lamentati. Ja? Aber spür mal, mis, und jetzt versuch nochmal, ich spreche nochmal vor, aber spür, denk an mi, ti, si, ci, vi, und dann ist einmal dieses sie hinten. Sag mal, mis, tis, cis, mis, tis, sis, cis, vis. Und dann sie. Siehe. Einmal aufstoßen. Siehe. Okay. Okay. Va bene. Und jetzt denkst du daran, ja? Mist, tist, cist, wist oder mististi, ja? Siehe. Und jetzt
Ja, du bist in dieser Verlaufsform, ja? Und welches von diesen Anfangslauten, ja, nicht jetzt das ganze Mister, nur von diesen Anfangslauten brauchst du, wenn du von dir sprichst? Mist. Wenn du mich fragst, Tist. Wenn du deine Freunde fragst, Wist. Wist, ja, von wie. Ja, du stehst vor ein ihr, euch. Ja? Wenn du von dir sprichst, Mist. So ein Mist. Ja? Wenn du von deinen Freunden sprichst, Sist. Wenn du von einem Freund sprichst, auch Sist. Ja? Das eine ist Sistano und das andere ist Sista. Ja? Wenn du mich fragst, Tist. Wenn du von einem Freund sprichst, Sist. Und wenn du von uns allen zusammen sprichst, Chist. Okay? Jetzt gehen wir in die Vergangenheitsform. Wenn du von mir sprichst, von mir, der ist fies, Trappola, Trappola, nicht mit mir, von mir, wenn du sprichst, ist Sie. Sie. Genau, weil du von über eine Person sprichst. Wenn du von dir selber sprichst, das ist dann die Miss, die Miss. Wenn du von mehreren Leuten sprichst, das ist die Sis. Wenn du mich fragst direkt, Tis. Aber wenn du von mir sprichst, Sie, wenn du von einer Freundin sprichst, Sie, wenn du von mehreren Freundinnen sprichst, Sis, ja, si sono. Wenn du von dir selber sprichst, Miss. Wenn du mich fragst, Tis. Und wenn du deine Gäste fragst, Vis, Vis, ja, ihr habt ihr euch beschwert, wie siete. Okay, nimm das, lass das nachhallen. In welche Richtung ich dich jetzt gerade bringe. Ja, spür das. Ich hoffe, du spürst es langsam. Du erahnst schon, wie leicht es dann werden wird, die Sätze zu sagen. Okay? Okay, jetzt nehmen wir was nehmen wir denn Schönes? Sbrigare. Sbrigarsi. Okay, jetzt holt euch mal vor, holt das nackte Verb raus. Schreibt mir das mal, nicht jetzt, nicht das nackte Verb, es ist Sbrigare, aber schreibt mir kurz, ihr braucht ihr, um das jetzt zu üben, ja, jetzt gerade in der dritten Schublade oder in der Vergangenheit, dritte Schublade, braucht ihr ja diese Welle und Wellenbrecher. Bitte schreibt das mal kurz. Brigando, ottimo. Und die Wellenbrecher, die Vergangenheitsform. Sbrigato, du hast gleich den ganzen Satz gemacht, Manfred. Okay. Also für euch ist wichtig, ihr habt Sbrigando und Sbrigato. Mit einem, ja, mit diesem arbeitet ihr. Ja? Sbrigando, sehr schön. Ich sehe schon mi Sbrigando, sehr, sehr, sehr cool. Okay. So, und jetzt sage ich Sbrigando. Und jetzt weißt du, wenn ich Sbrigando sage, gehst du in die Richtung Mist, Tist, ja? Sist, Chist, Wist. Wenn ich Sbrigato sage, gehst du in die Richtung Miss, Tis, Sie, Chis, Wis. Okay? Und ich sage dann immer, also Sbrigando, du sprichst von dir. Und du denkst an Mist und dann sprichst du komplett aus. Das ist jetzt ganz wichtig. Denk an Mist, Tist, lass dich einfach treiben, weil auch die Formen relativ haben, aber vielleicht schafft ihr das dadurch noch schneller, das zu sagen. Misto, ja, du denkst an Misto Sprigando. Okay? Wir sind immer bei Sprigando, frag mich. Tistai Sprigando. Ja, und das ist jetzt eine schnelle Speed-Übung. Ich gebe euch 3 Sekunden und da werdet ihr nur schneller sein als ich, wenn ihr an Mist, Tist, Sist und so weiter zuerst denkt oder Mistis. Okay, Sbrigato. Sbrigato, du sprichst von den Leuten. Das ist Sis, Sis. Si sono, und dann mein Sbrigato muss ich ändern, si sono sbrigati. Ja? Wir sind immer noch bei Sbrigato. Du sprichst von einer Frau.
da musst du aufstoßen. Sie sprigata. Sprigando, du fragst mich. Tist, 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 stai sprigando. Immer noch sprigando. Du fragst deine Gäste. Wisst, wie state sprigando? Sprigato, sprigato, und du fragst deine Gäste. Da hast du wiss. Wie siete sbrigati dann wieder. Okay, das war jetzt ein kleines Warm-up und jetzt machen wir das Ganze. Ich auf Deutsch und ihr auf Italienisch. Okay, auch eine Speed-Übung. Das heißt also, ihr denkt jetzt erstmal, ich sage, ich gebe euch jetzt zum Beispiel, vediamo, ja, abituarsi. Abituarsi, gebe euch 2-3 Sekunden, zieht mal das nackte Verb raus, molto importante. Versucht es schneller zu machen, als ich euch das auffordere. Ich möchte, dass ihr wirklich bei abituarsi sofort an abituare denkt. Dann diese Welle. Abituando. Ja, mit der Welle brauchst du mist, tist, sist, cist. Und die Vergangenheitsform abituato, also wirklich das ua mitnehmen. Wow. Abituato. Ja? Und das brauchst du dann mit mistis, sis. Und jetzt hat an alle, okay? An alle jetzt bitte. Alle Frauen sagen abituata, okay? Alle Männer sagen abituato. Und in der Mehrzahl sagen bitte immer abituati. Weil das ihr in der Mehrzahl sprecht, ist sehr, sehr viel wahrscheinlicher, dass Mann und Frau gemischt sehen über die Nachbarn, über die Touristen, als immer nur über Frauen. Oder, ja? Also es wird, dann nimmt ihr halt einfach abituati, ja? Jetzt halt für diese ganze Übung, immer mit i. Okay? Also, wir fangen an. Gewöhnst du dich gerade daran? Also dieses daran muss, ja, einfach, ja, abituando, gewöhnst du dich gerade? Tist, da denkst du an Tist. Ti stai abituando. Hast du dich gewöhnt? Da denkst du an Tis. Ti sei abituato. Wir haben uns gewöhnt. Da denkst du an Cis. Ci siamo abituati. Gewöhnt er sich gerade? Sist. Denkst du, si sta abituando, gewöhnen die da sich gerade? Sist, denkst du auch an sist, aber die Verlängerung, si stanno abituando. Okay, das nächste Wort. Schöner Ausdruck, rendersi conto, etwas bemerken, das Konto muss man einfach dranhängen dann immer, wie so ein Rattenschwanz. Ja, ich gebe euch jetzt, gebt mir doch mal kurz das Il Verbo Nudo, datemi, das nackte Verb, Il Verbo Nudo, e la l'onda, e diciamo, il, come si dice, il schiaccia onda, der Wellenbrecher, il schiaccia, lo schiaccia onda. Genau, das ist es. Rendendo, genau, also rendere ist das nackte Verb und dann immer mit Konto, aber ja, rendendo, sehr schön, Christina, und reso, das konnte man, ja, wer das nicht wusste, das ist halt non è regolare, un po', ja? Rendendo passt wunderbar und dann reso. Die Frauen sagen immer resa und in der Mehrzahl sagt immer resi. Hm? Ah, die resi, jetzt weiß ich, warum die mal alles bemerkt hat. Weil die so eine schlaue Resi ist. Okay, also rendersi conto ist etwas bemerken. Okay, wer das nach dieser blöden Eselsbrücke nicht gleich bemerkt hat. Ja, ja. Ja, das ist diese Stille. Quando io sono deluso da me stesso, wenn ich von mir selber enttäuscht bin, c'è questo silenzio. Okay. Sowas wie l'ultima battutaccia, nicht das letzte Abendmahl.
Der letzte blöde Spruch. Okay, allora. Ihr wisst, denkt an Mist, so ein Mist, Tist und oder Mies, Dies oder Siehe. Okay. Hast du bemerkt? Hast du bemerkt? Ti sei reso conto. Habt ihr bemerkt? Vi siete resi conto. Ich bemerke gerade. Mi sto rendendo conto. Wir bemerken gerade. Ci stiamo rendendo conto. Wir haben bemerkt. Ci siamo resi conto. Habt ihr bemerkt? Vi siete resi conto. Bemerkst du gerade? Ti stai rendendo conto. Nimm noch eins. Riposarsi. Braucht man jetzt nicht schreiben. Das nackte Verb ist il verbo nudo. Riposare. E l'onda. Riposando. E lo schiaccia onda. Riposato. Okay. Riposarsi heißt sich ausruhen. Ruhst du dich gerade aus? Ich hoffe nicht. Hey. Oh, 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 oh. Also ruhst du dich gerade aus? Nicht möglich, sagst du, Michele, bei diesem Speed-Übungsstress. Ti stai riposando. Ruht ihr euch gerade aus? Vi state riposando. Hat er sich ausgeruht? Si è riposato. Hat sie sich ausgeruht? Si è riposata. Ich habe mich ausgeruht. Mi sono riposato oder riposata. Ich ruhe mich gerade aus. Mi sto riposando. Okay. Si, das war jetzt die Übung. Die Mist, der Mist gegen die Miss. Kurzes Feedback könnt ihr mir schreiben, nur für mich Interesse halber, ob euch die Übung gefallen hat, beziehungsweise ob ihr gemerkt habt, dass euch dadurch das einfacher fällt, dass ihr vielleicht gemerkt habt, dass ihr euer Gehirn, euer Sprachvermögen austricksen könnt, mit diesem Mist nur an das zu denken. Schreibt mir kurz, ja, weil... Wisst ihr, sto, stai, stiamo, siamo, habt ihr x tausendmal gehört. Aber dann immer dieser Transfer umwandeln, ja, und da hatte ich halt diesen Einfall. Vediamo. Okay. Ah, Uli, ti piace molto, grazie mille. Ja, also ich hoffe wirklich, also, dass ihr spürt, ja, das ist dann einfacher einfach. Ottimo. Mi sono divertita molto. Miss, da hast du ein Miss verwendet, Barbara. Eh? Ma mi gira la testa. Okay, meno male. Ti gira solo la testa e non le palle. Gibt's einen Spruch, mi girano le palle? Scusa, Brit, ma tu lo sai, quando wenn ich irgendwie was höre, dann mir mal wieder eine meine Battutaccia oder Battute, mi girano le palle, ist... Jetzt drehen sich die Eier, also mir geht das auf den Sack. Ich hoffe nicht, le palle, sondern la testa. Ottimo, grazie del vostro Feedback. Und jetzt kommen wir zu dem zurück, weshalb ich diese Übung, jetzt wisst ihr, in der dritten Schublade, wenn in der Vergangenheit, dann denkt ihr mis, dies, cis, vis und so weiter und so fort. Okay? Und jetzt habt ihr sowas zum Beispiel, ich habe mich gut gefühlt. Wie gesagt, ich habe mich gut gefühlt. Braucht ihr nicht schreiben. Ihr denkt an Miss, bitte. Nicht wieder in alte Muster verfallen. Ja, ich weiß, das ist ein bisschen schwierig, aber du denkst an Mi sono sentita bene. Oder mehr. Jetzt habe ich die weibliche Form. Jetzt ist mal wieder das Feminine in mir rausgekommen. Kann auch passieren, ob nicht. Ci può stare. Kann absolut sein. Ist auch okay so. Mi sono sentito bene, hätte ich jetzt schreiben müssen. Okay,
Also, jetzt nimm dieses Wissen raus. Nimm das mit, okay? Diese Mis, Tis, Chis, Vis, Sis, Sie, ja? Und jetzt springst du zwischen der dritten Schublade und der ersten Schublade. Verben, die da rumspringen können. Zum Beispiel sentire. Einmal heißt es hören und einmal heißt es fühlen. Okay? Und jetzt hängst du immer ein bene dran. Wenn du in der ersten Schublade irgendwas mit sentire bene. Aber jetzt gehen wir in der Vergangenheit. Ja? Also, wie sagst du, ich habe gut gehört? Machen wir mal ein Exempel. Nicht schreiben. Sentito bene. Ho sentito bene. Gehört, hören, sentire, erste Schublade, ja. Und dann kannst du sagen, bitte nicht schreiben. Wie sagst du dann, ich habe dich gut gehört? Ti ho sentito bene. Ja, also du spürst, du bist in der ersten Schublade, dann sprichst du, machst du ganz normal ho sentito, abbiamo sentito, etc. Okay? Okay. Aber wenn du jetzt sagen willst, ich habe mich gut gefühlt, ist auch mit bene und sentito. Ja? Und du sprichst ja auch von dir. Aber und im Deutschen sagt man auch, ich habe mich gut gefühlt. Aber du gehst gedanklich in die dritte Schublade und sagst, ah, das ist aber der Mis, Tis, Cis, Sie. Sagt er, mi sono sentito bene. Also hört mal auf Deutsch, ich habe dich gut gehört, ich habe mich gut gefühlt. Da springt man rum. Spürt ihr das? Und spürt ihr, worauf ich jetzt hinaus will mit dieser Übung? Qual è il mio obiettivo di questo esercizio? Ja, weil ich glaube, das, was euch immer wieder auch passiert und das Durcheinander kommen und dann vergisst man vor lauter Hektik, Panik, ja, das Hilfsverb, etc., etc. Okay, das machen wir jetzt. Also, das erste Verb ist sentire. Da könnt ihr jetzt noch euch treiben lassen von hören. Wenn du an hören denkst, hören heißt einfach, ist erste Schublade. Wenn du irgendwas mit fühlen, ist es dritte Schublade. Und in der dritten Schublade automatisch machst du Mistis, Sis, Cis, Visie. Okay? Also, Speedübung numero due o tre, non lo so. Fangen wir mit dem Satz an, mit dem wir angefangen haben. Ich habe dich gut gehört. Gehört, ho sentito bene. Ja. Wir haben dich gut gehört. Wieder gehört, erste Schublade. Ti abbiamo sentito bene. Hast du dich gut gefühlt? Hast du dich gut gefühlt? Und jetzt mit sentito oder sentita und sentiti, ihr bleibt immer bei sentito und sentiti, ja, wenn ihr der dritten Schublade, gefühlt dritte Schublade, ti sei sentito bene. Hat er sich gut gefühlt? Gefühlt, dritte Schublade immer noch. Up, 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 up. Si è sentito bene. Ja. Hat er dich gut gehört? Gehört, erste Schublade. Ti ha sentito bene. Hat er mich gut gehört? Mi ha sentito bene. Ich habe mich gut gefühlt. Mi sono sentito bene. Ich habe dich gut gehört. Du springst wieder. Ti ho sentito bene. Hast du dich gut gefühlt? Ti sei sentito bene. Ich habe dich gut gehört. Ti ho sentito bene. Ich habe mich gut gefühlt. Mi sono sentito bene. Hast du dich gut gefühlt? Ti sei sentito bene. Okay, wir machen das nächste. Wir haben uns gesprochen. Ah, Moment, Moment, Moment. So schnell gehen wir nicht. So schnell schießen die Preußen nicht. Okay. Scusate, scusa, scusa, scusa. Wir machen weiter. Jetzt fare. Ja? Fare heißt ja machen. Das kann in der ersten Schublade sein. Ja? Ho fatto.
Wir machen jetzt immer un caffè. Fatto un caffè. Aber man kann das auch in Farsi, in der dritten Schublade. Und dann heißt es, ich habe mir einen Kaffee gemacht, ja, oder ich habe mir einen Kaffee gegönnt. Aber jetzt wird es interessant. Jetzt kommen wir zu dem Punkt, was ich vorhin war. Wenn es eine Einheit ist, wenn ihr sagt, wenn ihr hört ich und mir, du und dir, wir und uns, dann ist das dritte Schublade. Aber wenn ich sage du euch, du uns, ich dir, er uns, ihr mir, seht ihr, ihr euch passt wieder. Wir uns auch. Aber wir euch geht nicht. Und ihr uns auch nicht. Ah, jetzt wird's schön. Ja, also spürt und jetzt spürt einfach. Ich weiß, das jetzt am Anfang wird es sicherlich jetzt nicht ganz so einfach sein. Aber auch hier, wir müssen das Gehirn austricksen. Imaginate wie una bilancia. Stellt euch eine vor, eine Waage. Ja? Stellt euch das wirklich mal bildlich vor. Questo equilibrio oder quella rottura, der Bruch oder dieser Gleich. Ja? Okay. Und es geht immer um Kaffee. Okay. Okay. Ich habe mir einen Kaffee gemacht. Mi sono, mis, ja, da bist du der dritte Schublade. Ich mir. Mi sono fatto un caffè. Wir haben uns einen Kaffee gemacht. Wir uns. Gleich. Cis, dann denkst du an Cis. Ci siamo fatti un caffè. Wir haben dir einen Kaffee gemacht. Wir haben dir einen Kaffee gemacht. Ti abbiamo fatto un caffè. Wir haben uns einen Kaffee gemacht. Dann denkst du wieder an Ci siamo fatti un caffè. Ja? Sie haben sich einen Kaffee gemacht. Sie sich. Ja, das passt schon. Si sono fatti un caffè. Ja? Sie haben dir einen Kaffee gemacht. Si dir, oh, rottura. Ti hanno fatto un caffè. Haben sie mir einen Kaffee gemacht? Haben sie mir einen Kaffee gemacht? Haben sie, rottura. Mi hanno fatto un caffè. Haben die sich ein Kaffee gemacht? Gleichklang, wieder sis. Si sono fatti un caffè. Hat er sich einen Kaffee gemacht? Er sich. Gleichklang, aufstoßen. Si è fatto un caffè. Hat er mir einen Kaffee gemacht? Hat er mir? Ah. Mi ha fatto un caffè. Okay. Mi è piaciuto questo esercizio. Sollen wir noch eine Runde machen? Sollen wir noch eins machen? Das ist tricky, oder? Mi a me piace molto. Also ich habe meinen Spaß, falls ihr das seht. Mi piace moltissimo. Ich hoffe, ihr habt auch euren Spaß. Sì, prego. Ottimo. Ey. Ein paar die Masochismo, ein bisschen Masochismus ist hier dabei. Ottimo, da machen wir doch machen wir was Schönes, okay? Das, was ich vorhin hatte. Raccontare. Ja? Raccontare heißt ja erzählen. Wenn ich habe dir erzählt, ist ein Bruch. Also bin ich in der ersten Schublade. Aber ich habe von mir erzählt. Ah, wieder ich von mir, du von dir, dann habt ihr wieder. Also das ist dieses aus dem Nähkästchen plaudern. Also springt erste, dritte Schublade herum, okay? Habt ihr von euch erzählt? Also habt ihr aus dem Nähkästchen geplaudert? Kann ich auch so. Ah, Nähkästchen, wenn ihr Nähkästchen hört, ist Gleichklang. Wies, da haben wir Wies. Vi siete raccontati? Vi siete raccontati? Habt ihr uns erzählt? Oh, jetzt ist habt ihr uns erzählt? Ci avete raccontato? Habt ihr von euch erzählt? Habt ihr aus dem Nähkästchen geplaudert? Oh, wieder Gleichklang.
Wie siete raccontati? Wir haben aus dem Nähkästchen geplaudert. Wir haben Nähkästchen, ist ja immer Gleichklang. Also denkst du, ci siamo raccontati. Wir haben euch erzählt. Wir haben euch erzählt, wie abbiamo raccontato. Hey, ich habe dir erzählt. Ti ho raccontato. Hast du mir erzählt? Mi hai raccontato. Hast du aus dem Nähkästchen geplaudert? Ti sei raccontato. Hat er aus dem Nähkästchen geplaudert? Nähkästchen, immer ist mal Gleichklang. Upp, upp. Si è raccontato. Haben die aus dem Nähkästchen geplaudert? Nähkästchen, da haben wir nicht si è, sondern si sono raccontati. Haben die uns erzählt? Haben die uns erzählt? Ci hanno raccontato. Okay. Ottimo. Das war doch jetzt schön. Okay, ich schaue mir die Streams immer wieder nochmal, jetzt in nächster Zeit komme ich wieder besser dazu im Nachhinein an, was ich so getrieben habe und so habe meine Notizen. Ich glaube, das ist auf gutes... sì, vi è piaciuto, penso che questo esercizio vi sia piaciuto, che ovviamente vi sia stato utile, di aiuto, quindi io me la segno, ich notiere mir das, ce l'ho... diciamo, tutto sotto controllo, no? Di ripetere questo esercizio regolarmente ogni tanto. Ja? Außer mir kommen dann tausend andere Ideen und dann vergesse ich das wieder, was mir auch immer wieder passiert. Genau, an diesem Punkt, a questo punto, tausend andere Ideen. Mal wieder eine meiner ganz, ganz neuen Ideen. Ich glaube, ich habe die erst am Dienstag entwickelt. Wenn mich jetzt nicht alles täuscht. Ja? So ansatzweise habe ich schon, aber... Das machen wir jetzt. Auch wieder unter dem Motto. Oggi, il motto di oggi, possiamo dire adesso, è imbrogliare il cervello, fare uno scambetto. Ich trinke schnell was, vado a bere qualcosa e poi... Okay. Die Übung heißt nicht batti il cinque. Also die Übung heißt nicht batti il cinque, high five, sondern il cinque vince. Fünf gewinnt. So heißt die Übung. Fünf gewinnt. Und die Übung ist dafür da, um ganz schnell zu switchen. Von einem Gegenwartssatz, ja, ich nehme den Zug, zu ich habe den Zug genommen. Hast du den Zug genommen? Nehmt ihr den Zug? Nimmst du den Zug? Habt ihr den Zug genommen? Hast du gesehen? Alles switchen, auch hier. Es geht ja um das Hilfsverb austricksen, nicht immer alles Hilfsverb unregelmäßig. Oh, ja, ja. Okay, fünf gewinnt. Allora, vediamo. Fünf gewinnt. Das habe ich, glaube ich, schon mal eingeführt. Wenn ihr das Wort avere habt, haben, okay, dann ist es ja so, ihr habt sechs Formen, avete sei forme, und fünf davon beginnen mit A. Fünf. Ai, abbiamo, hanno, a, avete. Nur eine einzige ist O, okay? Das heißt, wenn du in der Vergangenheit sprichst, also jetzt nicht mit avere, was ja meistens ist, ja, dann wirst du erstmal anfangen, nicht an mangiato und bevuto und preso und visto und regelmäßig und unregelmäßig denken. Nein, dann wirst du, prima di tutto, devi aprire la bocca. Ah! Und nur ab und zu machst du ihn rund. Oh. Wenn du sagen willst, ich habe. Aber anders, und diese Übung geht jetzt mal, machen wir mal eine Warm-up-Übung. Ich sage, wir haben, ja, wir haben, und du weißt, abbiamo. Ja, nur wenn du ich habe, weißt du, es ist O. Okay? Also, wir haben. Und mach ruhig, lass deinen Mund auf. Nach dieser Übung, ja, muss dein Kiefer wehtun, sonst hat es nicht funktioniert. Abbiamo. Hast du? Ai. Und jetzt machen wir das Ganze
Mit meinen Umschreibungen natürlich wieder. Ja? Du sprichst von einem Hund. Ah, du fragst mich? I. Du sprichst von dir. Das ist das einzige O. Du sprichst von deinen Nachbarn. Anno. Du fragst deine Nachbarn. Direkt stehst du vor ihnen. Avete. Du fragst mich. Ai. Du sprichst von dir und deiner Familie. Abbiamo, du fragst deine Gäste. Avete, du sprichst von dir. Oh, okay. Da bleibst du jetzt in diesem Gedanken. Du bleibst jetzt da. Du musst in der Vergangenheit, wenn du sprichst, wirst du entweder oh erstmal machen oder ah. Da ist dein Fokus, nicht auf mangiato, bevuto. Du bist sei di livello intermedio, ormai conosci queste forme. Ja? Und wenn du mal die ein oder andere nicht sofort hast, das ist ein, no, questo non è il problema. Ja, die Übung habe ich entwickelt, weil oft dieses blöde Hilfsverb vergessen wird. Da ist der Fokus ganz auf visto. Oh, ich habe visto gesagt und dann o oder ai oder abbiamo wird dann vergessen. Okay. Va bene. Wenn du aber in der Gegenwart sprichst und du parli nel presente, dann ist dein Fokus nicht auf. Ja? Kannst du deinen Kiefer wieder schonen? Dann ist dein Fokus wirklich auf der nackten Botschaft, auf dem nackten Verb. Was heißt essen? Mangiare, was heißt schlafen? Dormire, was heißt auswählen? Scegliere, was heißt ausschalten? Spegnere, was heißt öffnen? Aprire. Aber wenn du sagen willst, ah, was heißt, ich habe geöffnet, dann ist dein Fokus erstmal. Ah, oh. Okay? Und das ist jetzt wirklich, bitte, wir machen jetzt diese Übung. Du sprichst gedanklich. Du sagst, okay, du fokussierst jetzt, weißt du, das ist wie so fokussieren und fokussieren. Du hast nur zwei Sachen, wo du fokussieren kannst. Entweder du fokussierst auf die nackte Botschaft und sagst, was heißt eigentlich nehmen? Prennen und dann ich. Prendo. Was heißt, ja? Oder du fokussierst nur, ah, jetzt musst du auf deinen Mund fokussieren. Der Michele will in der Vergangenheit und dann muss ich erstmal an meinen Mund denken. Ah, meistens oder einmal oh. Okay? Fokussiere auf die nackte Botschaft oder auf deinen Mund. Okay? Ich spreche mal ein paar Vergangenheitsformen vor. Ja, nur die nackten und die kannst du jetzt mal kurz oder könnt ihr alle kurz nachsprechen. Aperto. Chiuso. Parlato. Preparato. Raccontato. Detto, fatto, preso, visto, mangiato, studiato. Ok? Bene. Das heißt also, ich werde jetzt sagen, du sagst, und dann geht dein Fokus, du sagst, geht dein Fokus auf die nackte Botschaft. Was heißt sagen? Nicht sprechen, nicht parlare, nicht parlare. Sagen. Dici, du sagst. Aber ich sage, du hast gesagt, dann ist dein Fokus nicht mehr auf der nackten Botschaft, sondern ah, du hast gesagt. Ah, dann musst du an den Mund denken. Hai detto. Okay? So geht es jetzt. Okay, wir sagen. Fokus auf die nackte Botschaft. Diciamo, ihr sagt. Nackte Botschaft. R mit T austauschen, ja? Dite. Ihr habt gesagt. Mund, Mund, Mund. Avete detto. Ich habe gesagt. Mund, Mund. Ho detto. Ich sage. Dico. Jetzt machen wir ein bisschen mit was dranhängen. Ich nehme den Zug. Prendo il treno. Prendo il treno. Fokus auf nur. Wir nehmen den Zug. Immer noch. Fokus nur auf das Wort. Prendiamo il treno. Hast du den Zug genommen? Fokus auf den Mund. Hai preso il treno. Haben die den Zug genommen? Die da drüben. Das ist nicht die Ihr-Form.
Immer Mund aufmachen, hanno preso il treno. Nehmt ihr den Zug? Nehmt ihr den Zug? Fokus auf das Wort. R mit T austauschen. Prendete il treno. Nehmen die den Zug? Fokus auf das Wort prendono il treno. Okay, das nächste. Un momento. Dann machen wir nachher. Aha. Auch wenn du mit einem Fragewort beginnst. Quando. Das nächste ist mit quando. Auch dein Fokus ist entweder, du weißt, du musst halt mit quando beginnen. Ist auf dem nackten Wort oder auf, also meistens A und dann O. Okay? Mit quando alles. Wann hat er geschrieben? Fokus ist auf den Mund. Quando ha scritto. Wann haben die geschrieben? Fokus auf den Mund und verlängern einfach. Quando hanno scritto. Wann schreiben die? Die, da drüben. Nicht die Ihr-Form, nicht die Wir-Form. Fokus auf dem Wort. Quando scrivono. Wann schreibst du? Quando scrivi. Wann hast du geschrieben? Mund. Quando hai scritto. Das nächste ist, mit dem Fragewort beginnt perché non und endet mit la porta und es geht um aprire, öffnen. Aber auch wenn was davor kommt, danach, dein Fokus ist nackte Botschaft oder A-O, okay? Warum öffnest du nicht die Tür? Perché non apri la porta? Warum habt ihr nicht die Tür geöffnet? Perché non avete aperto la porta? Warum hast du nicht die Tür geöffnet? Perché non hai aperto la porta? Warum öffnest du nicht die Tür? Fokus auf dem Wort. Perché non apri la porta? Cosa? Das nächste Fragewort. Was fragst du? Nimm das Wort chiedere. Was fragst du? Un momento, Jörg, was fragst du? Cosa chiedi? Cosa chiedi? Fokus auf dem Wort. Was fragt er? Fokus auf dem Wort. Kein A-Verb. Cosa chiede? Was hat er gefragt? Cosa ha chiesto? Was hat sie gefragt? Cosa ha chiesto? Dasselbe. Hast du kennengelernt? Hai, Mund, hai conosciuto. Kennst du? Fokus auf dem Wort. Conosci, ich kenne. Fokus auf dem Wort. Conosco, wir haben kennengelernt. Abbiamo conosciuto. Okay, jetzt muss ich, sì, das würde ich jetzt mal sagen. Perché devo finire in tempo, ich muss rechtzeitig aufhören, perché devo fare gli spaghetti ai gamberi per mio figlio, li faccio subito, non faccio la pasta fatta a mano, mangio la pasta asciutta. Ok, abbiamo fatto, ich würde jetzt mal sagen, einmal das mit dem Mist, Tist, die Mist und die Mist, die beiden gegenüber haben wir ankämpfen lassen, um einfach das Gehirn auszutricksen, auch jetzt, Gegenwart, Vergangenheitssätze, da wollte ich jetzt einfach mit euch nochmal üben, weil ich das oft höre, dass man das O, I, Abbiamo, das Hilfsverb vergisst, ja? Also nehmt es mit, Fokus auf der nackten Botschaft in der Gegenwart und Fokus auf den Mund, wenn ihr in der Vergangenheit spricht. Okay, questo è tutto. Allora, sì, wer an dem Lernplan interessiert ist, scrivetemi. Da gibt es auch eine kleine Probe, ein Probekapitel und dann, bevor ihr 10 bestellt, könnt ihr einmal ein Probekapitel anschauen. E questo per finire gli ultimi 2-3 minuti in italiano. Io sono molto contento di essere tornato e di poter fare un po' più regolarmente nei prossimi 2 mesi, di fare un stream pubblico nei prossimi 2 mesi. E domani, no, dopodomani andrò in Italia per l'ultima volta per quest'anno per un corso intensivo e poi devo scendere in Puglia a prendere un po' d'olio
Fresco, fresco. Io ho già alcune date per di corsi intensivi a Monaco e in Italia per l'anno prossimo. Ich habe auch schon Termine für nächstes Jahr, mi potete anche chiedere. Forse le posterò anche, ich werde die wahrscheinlich auch hier mal posten. Sì, cos'altro vi dico? Vi auguro un bellissimo weekend. Ich habe mich gefreut, sono stato molto felice di avervi rivisto, tutti quanti euch wieder gesehen zu haben. Ich habe das Gefühl gehabt, dass es heute bei mir auch gar nicht mal so schlecht lief. Ich habe das Wichtigste gemacht, was ich mit euch machen wollte. Das ist mal wichtig, questo è importante. Grazie per il vostro ascolto. Sì, wer Probleme mit der, das auch nochmal zum Abschluss, einige, glaube ich, würden gern Mitglied werden, aber es ist mit der Anmeldung total doof. Man muss es irgendwie austricksen, also übers iPhone ist es relativ schwierig, però c'è una possibilità. Chi è interessato, contattatemi. Allora, buona serata e lasciatemi un like, muss ich auch mal sagen, sonst ärgert sich immer mein Sohn oder schimpft mich immer, dass ich sowas nie sage. Ja, lasciatemi un like e sì, buon appetito a tutti, ciao ciao.